So, da bin ich schon wieder mit der Fortsetzung. Ich habe jetzt den einen Lautsprecher schon umgebaut. Der zweite liegt jetzt hier. Ich tue mal die Kamera ein bisschen neigen, wenn man das sieht. So, was merkt man jetzt? Also, ich tue als erstes mal den rechten nehmen. Klingt, ne? Geht. So, jetzt den linken und da werden wir was feststellen. Klingt nicht so besonders. Das liegt einfach daran, weil hier ein akustischer Kurzschluss entsteht, weil eben, ich zeig's mal hoch, der Lautsprecher eben etwas kleiner ist wie das Original. Ja, der hat ja eine Dichtung, der hat das nicht, und an der Seite sind ja Lüftungen. Und wenn man das zumacht mit Heißkleber oder mit Silikon, ich habe jetzt Heißkleber vorgesehen, dann hört das Plärren auf und dann tut man hinten in den Lautsprecher noch ein bisschen Bläschenfolie rein. Und wenn das fertig ist, machen wir dann Teil 3. Da zeige ich euch dann, wie das insgesamt dann klingt. Okay, mache ich mal kurz weiter mit dem Bilden. Das ist jetzt nicht so spannend.